Nikon Retro-Kameras. Das hier ist meine alte, das ist eine Nikon F801. Mittlerweile, heute ist eine neue rausgekommen, Nikon ZF. Ich bin von dem Ding einfach begeistert. Ich habe mir ja viele Videos angeschaut, sehr viele englischsprachige Videos. Und will euch mal da so eine Zusammenfassung geben, eine Zusammenfassung, die die anderen normalerweise nicht so tun. Nämlich, ich werde dafür nicht bezahlt, ich habe keine ZF in der Hand gehabt, deshalb muss ich auf Nikon keine Rücksicht nehmen und auf andere auch nicht. Also stürzen wir uns in diese neue Kamera. Für wem ist die Kamera überhaupt? Für Nerds, die so ein bisschen Feeling haben wollen, oder für Videografen, die hier tolle Videobearbeitung haben wollen, oder halt hier das Neueste und Tollste. Und das ist ja der Hammer. Es ist für alle. Die Specs sagen so einiges aus. Zuerst mal der Sensor. 24 Megapixel, das ist ein Sensor, den kennt man aus der Z6 II. Und wer Nikon kennt, sehr tolle Fotoqualitäten, hoher Dynamikumfang, also für Foto absolut klasse. In der Z6 II war allerdings noch ein alter Prozessor verbaut. In der ZF ist jetzt ein neuer drin. Das ist der gleiche aus der Z8 und Z9. Und damit haben wir plötzlich auch Videomöglichkeiten. Wieso rede ich überhaupt über die ZF? Ich habe die nicht mal in der Hand gehabt. Ich habe die nur auf Videos gesehen. Aber genau das ist der Punkt. Ich habe mir jede Menge englischsprachige Videos angeschaut. Ich habe mir deutschsprachige Videos angeschaut. Und das ist eigentlich so die Zusammenfassung. Kommen wir als erstes zu dem, was man Nikon immer vorwirft, Autofokus. Und die ZF hat den Autofokus-Chip und den Prozessor von der Z8, Z9. Und die haben einen super Autofokus. Vielleicht nicht ganz so gut wie die von der Sony, aber irgendwann ist auch genug genug. Klar, so eine Sony ist noch ein Haarklein besser, aber wenn es wirklich der Autofokus von der Z8 und Z9 ist, der reicht voll und ganz. Voll und ganz, da kann man sich drauf verlassen. Der ist einfach gut. Meine Z7 hier, da kämpfe ich zwischendurch immer noch mit. Und das war mit einer der Punkte, wo ich sagte, hätte ich gern. Die Kamera soll eine Retro-Kamera sein, also sowas wie das hier, so eine alte Nikon, bloß halt noch mit anderen Knöpfen oben drauf, hier oben. Die Kamera ist so aufgebaut, dass man zwar alles über die Schalter hier oben bedienen kann, aber wenn man das nicht möchte, dann kann man die auch so einstellen, dass sie ganz normal funktioniert. So wie man es halt von einer Z6 oder Z7 oder sowas hier kennt. Perfekt aus beiden Welten. Eins, was sie auch noch super hat, meine Z7 hier hat Flipscreen. Der Touch dabei ist einfach super. Die funktioniert tadellos. Aber sie hat jetzt auch noch dieses Display, was nach vorne zu klappen ist. Und das ist toll. Das ist jetzt nicht nur so für die Vlogger unter uns, sondern man kann auch damit Hochformataufnahmen machen, brauchst dich hier nicht mehr einen abbrechen. Und trotzdem die super Touch-Funktion, die alle Nikons haben. Also wirklich gut gemacht. Kommen wir mal zu den richtigen nerdigen Dingen. Die Nikon ZF hat diese zwei Schalter hier, mit denen man die Drehregler verriegelt und auch den Auslöser aus Messing. Wenn man da jetzt ziemlich lange drauf drückt, wie bei einer uralten, unheimlich gebrauchten Kamera, dann sieht man das Messing. Das bedeutet, je länger man darauf drückt, desto eher sieht man Patina. Das gleiche ist dann dieser Auslöser hier. Da ist ein Gewinde dran. Wenn man es auf die Spitze treiben will, dann kann man da einen Kabelauslöser dran machen und kann halt ganz klassisch auslösen. Nikon spendiert der neuen ZF auch verschiedene Farben, mit denen man das Body bestellen kann. Und die obere Platte hier und die untere Platte sind aus Aluminium. Das ganze Gehäuse ist spritzwassergeschützt und staubabgedichtet. Diese neue Nikon soll ja so eine Anmutung sein wie die alte Nikon FM. Und hier sehe ich oben Silber, unten Silber. Und genau diese Varianten kann man leider bei Nikon nicht bestellen. Speicherkarte. Die Nikon ZF hat eine normale SD-Karte und eine SD-Mini-Karte. Da haben schon einige im Internet geschrien, oh, wie kann man nur so komisch sein. Ich denke mir, das hat einen Grund. Der erste ist natürlich klein. Die neue Kamera ist so klein und so handlich, dass man da mittlerweile einen Small-Rack-Zusatzgriff für braucht, den Nikon allerdings bei den ersten Bestellungen im ersten Monat oder so kostenlos mitliefert. Die wissen schon warum. Aber ansonsten passt das Ding super in der Tasche. Kommen wir auf die Speicherkarten zurück. Das hier ist eine normale SD-Karte. Hier ist eine Mini-SD. Gegenüber einer CF Express
haben die den Vorteil, dass die nicht so eine hohe Datenrate brauchen. Das hört sich jetzt natürlich erstmal schwachsinnig an. Vorteil, geringere Datenrate, geringere Wärmeentwicklung und damit auch viel weniger Heizleistung ins Gehäuse hinein. Mit den Kleinkarten überheizt die Kamera nicht so stark. Okay, sie kann auch nicht diese super Videoqualitäten liefern, die manche andere haben, aber Hand aufs Herz, wer braucht die schon? Wer benutzt die schon? Jedenfalls mit so einer Kamera. Apropos Handling, die Kamera selber ist relativ klein und ich bin hier auf der Seite von Smallrig und die haben hier schon diesen Griff im Angebot. Wie gesagt, in den ersten 4 Wochen wird er kostenlos mitgeliefert. Der hat erstens hier eine Vergrößerung der Handfläche, damit kann man die Kamera viel einfacher in der Hand halten. Was für mich noch viel wichtiger ist und was ich auch bei Smallrig und allem liebe, hier, ich habe es mit der Nummer Z7, hier ist an dem Bodengriff eine Befestigung für das Stativ. Und damit wird die Bodenplatte richtig sinnvoll. Und bei Smallrig ist das genau hier unten. Also super durchdacht und es passt. Wenn man nach unten schaut, hat man hier die Aussparung für die Batterie und für das Kartenfach. Man braucht keinen weiteren Adapter für unten, für ein Stativ. Alles in einem. Das Ding liegt ein bisschen besser in der Hand. Diese Griffe sind genau dafür da, dass man halt den kleinen Finger genau da unten dran setzen kann und kostet in den ersten 4 Wochen nichts. Was kann das Ding sonst noch? Wenn ich die mit der Z6 II oder der Z7 II vergleiche, ist das Ding einfach besser. Die ZF ist kleiner. Die ZF hat den besseren Autofokus, hat die viel besseren Videodaten. Bezüglich der Videospezifikation habe ich mir die schon so gewünscht bei der Z6. Jetzt habe ich sie bei der ZF. 4K bis 30p ohne Crop-Faktor. Und die ist dann auch noch vom 6K Oversampling. Die ZF kann N-Log intern als Videocodec, ist H265 verbaut. Das hat den Vorteil, etwas geringere Datenmengen bei besserer Qualität. Aber die Rechner selber, wenn man damit Videobearbeitung machen will, haben da viel größere Probleme mit. N-Log ist toll und auch die Farbtiefe von 422 ist wirklich klasse. Also bei Video hat die wirklich zugelegt. Wer 4K 60 haben will, okay, da geht es im Crop-Faktor rein. Das ist wahrscheinlich den Karten geschuldet. Die haben auch ihre Vorteile. Wie gesagt, sie werden nicht so heiß. Was die noch hat, genau wie die Z7, Kopfhörerausgang hier vorne und Mikrofoneingang. Was ganz komisch ist, selbst mit USB-Stromversorgung, was mittlerweile bei der ZF auch geht, Video ist begrenzt auf 125 Minuten. Also 2 Stunden und 5 Minuten, dann schaltet die ab. Warum auch immer. Die Kamera soll mittlerweile eine neue Funktion haben, nämlich die kann einen Teil des hinteren Displays für bestimmte Funktionen freigeben, sodass man, ohne dass man halt die Augen vom Okular nehmen kann, hierüber Funktionstasten hat, die belegt werden können. In keinem der Videos habe ich das gesehen, aber einige haben davon erzählt. Ich bin mal gespannt, wie es in der Realität ist. Die ZF hat die gleichen Akkus wie die ganzen Z-Kameras und das ist natürlich ein super Vorteil. Wenn das nämlich nicht eure einzige Nikon ist, dann habt ihr hiermit Ersatzbatterien und könnt die untereinander verwenden. Es gibt noch ein paar Besonderheiten, die das Teil hat. Manche nicht ganz so toll. Überall wird davon berichtet, dass die Nikon ZF einen super IBIS, also Bildstabilisator hat, bis zu 8 Blenden. Und dass der eine spezielle Funktion hat, dass der IBIS nämlich nicht nur dort ansetzt im Zentrum und dann halt die Berechnung macht, sondern der setzt an der Stelle an, wo auch der Autofokus ist. Damit wird eine außermittige Stabilisierung erreicht. Das hat man normalerweise als Probleme, wenn man so ein Weitwinkelvideo dreht. Da hat man so dieses Wobble an den Rändern. Würde das halt funktionieren, wird dieses Wobble wegfallen. Dummerweise geht diese Funktion nur bei Foto, nicht bei Video. Okay, aber es soll trotzdem helfen. Und ach ja, 8 Blendenstufen. Aber bitte angegeben ist das aber immer nur mit einem einzigen Nikon-Objektiv in allen Berichten, die ich bisher gesehen habe und auch auf der Nikon-Seite. Und dieses Nikon-Objektiv hat einen internen Bildstabilisator. Also einmal der in der Kamera und einmal der im Objektiv. Und dann reden die von 8 Blenden. Ich habe noch nirgendwo gesehen, wie der Wert ist mit den Standard-Nikon-Z-Objektiven, die alle normalerweise keinen Bildstabilisator haben, weil die haben immer wieder von Nikon gesagt, der Bildstabilisator in der Kamera reicht. Das ist noch ein riesiges Fragezeichen für mich. Okay, hat keiner erzählt, muss man fragen. Bevor ich dazu komme, für wen die Kamera überhaupt ist, die letzten 2 Punkte. Als erstes, das Ding hat einen dedizierten Schwarz-Weiß-Modus.
Da kann man an der Kamera oben nicht nur Foto, Video, sondern auch Schwarz-Weiß einstellen. Schwarz-Weiß gilt dann aber nur für Foto. Und das ist nichts anderes, als wenn man im Menü den Bildmodus Schwarz-Weiß einstellt. Den gibt es in drei Arten. Einmal in starken Kontrasten für Straßenfotografie, dann einmal in flachen Kontrasten für Porträts und als drittes dann in einem Normalmodus, der für normale Bilder halt gedacht ist. Das muss man vorher im Menü einstellen. Und dann kann man mit dem Schwarz-Weiß-Steller halt sagen, ich will jetzt Schwarz-Weiß haben. Wirkt sich nur auf JPEG aus, kann man nachher in der Bearbeitung selber auch einstellen, aber so hat man die JPEGs gleich in Schwarz-Weiß. Ist eine Reminiszenz an die alten Schwarz-Weiß-Filme. Wer es mag, es ist toll. Und wenn das jetzt noch direkt irgendwie über eine Software ins Internet gehen würde, wäre es noch toller. Aber da komme ich jetzt gleich zu. Letzter Punkt. Und da muss ich jetzt immer ein bisschen zur Seite gucken. Das habe ich mir auf dem Monitor hier geholt. Pixel Shift. Mit dem Pixel Shift kann man bis zu 94, ja, 90 Megabyte große Bilder erstellen. Das Problem ist dabei, da darf sich nichts bewegen, weil die Kamera macht dann zwischen 16 und 32 Bilder, erkläre ich gleich, und arbeitet die leider nicht in der Kamera zusammen, wie manche anderen Kameras. Die Bilder also runterladen, in eine Nikon-Software eingeben und dort wird dann alles zusammengerechnet. Ist ein bisschen umständlich, aber man hat damit bei einer Kamera, die dann halt 2.500 Euro teuer ist, praktisch eine Funktion wie 100 Megapixel, wie die neue Fuji GFX 100, die hat auch 103 Megapixel oder sowas. Und für Still-Lifes und irgendwelche Aufnahmen von Häusern oder sowas ist das super toll. Darauf freue ich mich wirklich, das mal auszuprobieren. Denn ich mache gerne so große Panoramaaufnahmen in 3 zu 1. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Man braucht natürlich ein Stativ. Ich habe mir auch die Daten dazu geholt. Also mit Pixel Shift kann man, wenn man 4 Bilder macht, verbessern sich die Farben und Farbsäume. Okay. Wenn man 8 Bilder zusammensetzt, verbessern sich die Farben und das Rauschen wird unterdrückt. Ändert sich sonst an der Auflösung vom Bild aber noch nichts. Wenn man 16 Bilder macht, alles RAW, dann hat man eine Bildauflösung von 90 Megabyte und die Farben werden verbessert. Ich vermute mal, das bezieht sich auf chromatische Aberration. Wenn man 32 Bilder macht, das ist etwas, was die meisten YouTuber gar nicht angegeben haben. Also man braucht auch 32 Bilder, RAWs. Dann verbessert sich die Farben, das Rauschen wird minimiert und man hat die 90 MB großen Files. Vor knapp einem Jahr sollte ich eine Empfehlung ausgeben, welche Kamera ich denn so empfehlen würde. Nikon, Sony, Canon. Ich habe dann gesagt, Fuji. Fuji hat einfach dieses Retro-Design. Fuji kommt bei jungen Menschen perfekt an. Fuji hat diese Filmsimulation, die halt dieses Nostalgie-Feeling hervorbringen. Und es gab nichts anderes als diese Fujis. Okay, jetzt ist die Nikon ZF draußen. Jetzt wird mir die Wahl ein bisschen schwerer fallen. Die Nikon ist 2000 Euro, 2500 Euro, der Body ist 2000 Euro. So eine Fuji kostet 1700 Euro, also ist die Fuji ein bisschen billiger. Aber die Nikon hat Vollformat. Das hat manche Vorteile, manchmal auch nicht, aber sie hat Vollformat. Deshalb ist der Preis gerechtfertigt. Und genau für diese Zielgruppe ist es passend. Junge Menschen, die unterwegs sind, die Freude an der Fotografie mit anderen auch teilen wollen und die auch dann Interesse haben an den manuellen Einstellungen der Kamera. Nicht dieses voll digitale, was man dann nachher noch zu Hause irgendwie mit dem Rechner bearbeiten will, sondern wie eine Point-and-Shoot, aber mit austauschbaren Optiken und einfach ein tolles Feeling. Das erfüllt die ZF. Ist super. Genauso wie eigentlich auch jede Fuji. Was mich bei der ZF allerdings ein bisschen stört, bei der Fuji gibt es Filmsimulationen, wie in der alten Agfa Gold oder sonst was. Bei Nikon gibt es dann die Fotosimulation Ruß. Oder Spielzeug oder Morgen. Damit kann keiner was anfangen. Also, liebe Leute von Nikon, einfach mal vernünftige Filmsimulationen da reinmachen. Das spricht dann die Zielgruppe noch am meisten an. Einfach noch ein bisschen besser. Jetzt noch zu dem, was ich mir wünschen würde bei der ZF. Die Handys haben die Kameras verdrängt. Damit wurden halt die Kameras immer teurer. So eine ZF kostet 2000 Euro.
viel zu viel eigentlich aus meiner Sicht. Viel zu teuer. Kann man den Spieß nicht einfach umdrehen? Diese Kameras sind Computer. Sie haben Verbindung zu Apps. Warum kann man da nicht so einen Schalter ranbringen? Foto, Video, Schwarz-Weiß? Nee. Foto, Video, Android. Einfach ein Android-System da reinbauen und damit ein Hotspot vom Handy die Kamera einfach mit dem Internet verbinden. Ein Android-Browser drauf und alles ist gut. Man hat mit der Kamera die besseren Bildmöglichkeiten als mit dem Handy. Man kann die überall mitnehmen. Und wenn man beides einfach verschmilzt, beide Welten, das wäre echt toll. Man kann nämlich dann aufnehmen, man hat die Daten dort, man kann, wie die meisten halt mittlerweile mit dem Handy, ihre Filter drüber legen, bearbeiten und direkt hochladen. Einfach hier in so einem Teil Handyfunktion reinbringen, mit dem Handy koppeln. Und ich glaube, das wäre ein Verkaufsschlager, der wirklich durchgreifend wäre. Vor allen Dingen für die Altersgruppe auch mal unter 50, die sich für solche Klopper hier interessieren. Also Nikon, mach da nicht schwarz-weiß, mach da einen Android-Schalter und es wäre alles super. War ein langes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bin nicht so sehr auf die technischen Sachen eingegangen. Eure Kommentare gerne unten, ob euch auch solche Rezessionen ohne die Kamera selber gefallen. Ich kann Gott sei Dank hier komplett frei über die Produkte reden, weil ich werde von niemandem unterstützt und das ist natürlich der Vorteil. Das sieht man auch in allen anderen Videos, die ich mache. Wie immer, bei Fragen, Fragen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschüss.